Schönen guten Morgen. Wortwörtlich, es ist gleich 6:45. Ich bin Jamili. Der Papa ist nicht da. Ich habe jetzt alle aufgeweckt und mich auch. Und ich sehe gerade, mein Akku leuchtet. Okay. Ich bringe jetzt die Schule. Ich bin noch müde. Der Papa kommt dann. Irgendwann. Ich bringe jetzt die Jungs zur Schule und zum Kindergarten. Und dann weiß ich nicht, was ich mache. Die Nacht war heute katastrophal. Die Mili war wach um 2:30 und dann meinte der Luca, er muss auch wach sein. Der Luca ist mir dann am Keks gegangen bis 3:30, meinte, er möchte munter bleiben, er möchte Nintendo spielen und ich wollte einfach nur schlafen. Ich habe gesagt, Luca, nimm dir diesen Nintendo und lass mich schlafen. Ja, er war seit 2 wach. Naja, auf jeden Fall bringe ich die Jungs jetzt in die Schule und in den Kindergarten und melde mich dann einfach wieder. Danke. Spitze, jetzt musst du mir einen Deckel drauf geben. So, meine Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Und die Jungs sind abgeliefert. Und ich spiele jetzt mit der Emilia. Sie hat, ich weiß nicht, ob ich das euch gezeigt habe, aber sie hat für ihre Küche, die ist ja von Ikea, also ich habe die Küche von der Emily damals bekommen, und wir haben ihr so Holzsachen dazu gekauft. Und hier kann ich es euch auch nochmal zeigen. Also unter anderem diese Autobahn. Nicht Kugelbahn, sondern Autobahn. Supi. Ich muss mich da irgendwo abstellen. Irgendwie. So. Und da hat sie auch eine Kaffeemaschine bekommen. Die sieht so aus. Also da gehört der Zucker rein. Da haben wir aber jetzt die Kaffeetabs drinnen. Hier oben kann man das reingeben. Und ich habe mich bewusst auf Holz entschieden, weil das geht nicht so schnell kaputt. Auf jeden Fall, da auf der Seite kann man das auch drehen. Und da sind die Kaffeetabs. Die geben wir immer hinein, damit wir sie nicht verlieren. Was hast du noch bekommen? Eine Pizza. Auch aus Holz. Da ist so ein Teller dabei und da gibt man die Pizza so rauf. Das kann man runtergeben. Und dann hat sie bekommen eine Torte, aber der Teller ist gerade weg. Da ist die Torte, ja, das ist der Teller dazu und das ist diese Holztorte. Man kann die Kerzen auch runtergeben. Und dann gibt es ein Tortenstück. Ich stelle das mal hin. Ein Tortenstück, da gibt es dann auch Nummern dazu. Die kann man da reinstecken, in eines auf jeden Fall. Die anderen Torten sind rund und das ist so eckig. Genau. Mit dem spielt sie halt sehr gerne. Das sieht dann so aus. Okay, Bubi. Was war das? Das war ein Auto. Wir hören die Autos sehr stark. Aber brumm, brumm, ja. Was hast du da? Eine Pizza? Lecker Pizza. Ja, schon langsam wird. Hey, du hast ein Loch in dein T-Shirt.
gut zu wissen. Ja, wir werden jetzt hier spielen. Es gehört noch so viel gemacht, aber ich bin so müde. Die Emilia war heute in der Nacht sehr unruhig. Sie war von 13:30, also um 14:30 war sie wach und dann um 3:30 war sie wach. Und ja, und der Luca hat gemeint, er muss um 14:00 aufstehen und munter bleiben. Er war auch tatsächlich munter. Ja, demnächst werde ich auch eine Wandfarbe kaufen. Dann wird endlich alles bemalt und also ausgemalt, weil die Farbe gefällt mir überhaupt nicht. Und hier geht auch schon Farbe ab. Hier bei meiner Schattenfarbe. Hier ist ja, gefällt mir einfach nicht. Das gehört dann noch gestrichen. Und im Wohnzimmer werde ich das vielleicht lassen. Ich habe keine Ahnung, aber da hinten ist auch noch eine Farbe. Denn die Liebe hat mir eine da gelassen. Muss ich dann schauen, was das für eine Farbe ist. Auf jeden Fall, ja, den Vorraum lasse ich halt gelb. Sieht man nicht so. So, jetzt habe ich eine Beschäftigung gefunden für mich. Und zwar werde ich den Computer, der jetzt momentan hier steht, da nach hinten verfrachten. Ich habe schon die Deko runtergegeben und hier werde ich ihn platzieren. Wir haben zwar einen Computertisch, also so einen Minimalschreibtisch, aber der kommt weg, weil ich möchte ja da hinten eine Spielecke machen für die Kids, weil wir da diese Hundehütte haben, dieses Häuschen. Und ja, somit kommt der Schreibtisch, also der Computer, hier weg, damit ich hier schön dekorieren kann. Und kommt dann dort hinten ins Eck, einfach das, ja, nicht so, wenn man reinkommt, boom, ist. Und das werde ich jetzt machen. Und wenn ich fertig bin, zeige ich euch das dann, wie das ausschaut. So, jetzt habe ich es geschafft. Die Ecke sieht jetzt so aus. Das da unten ist nur mein Ladekabel und von Luca der Nintendo, aber das lasse ich jetzt einmal so. Und hier ist noch Chaos am Tisch. Aber hier habe ich jetzt meine Computerecke gemacht. Genau. So. Da habe ich meine Lampe stehen lassen und ja, einfach so, damit es so bleibt. Das sieht dann nicht so arg aus, wenn man dann hineinkommt, weil dann sieht man zwar hinten, oh, Computer und dann, ja, die Militurend. Genau, auf jeden Fall sieht das viel freundlicher aus. Und ja. Das habe ich jetzt auch geschafft. Und der Rest, was am Tisch ist, ist eigentlich nur klumpert. Überall liegt etwas. Ich warte nur, bis die Emilia hoppala macht. Geschirrspüler rennt auch. Und dürfte bald fertig sein. Wir haben es jetzt 9:45 erst. Ja, und ich war schon fleißig. Eine Hallo Willi! Was? Die Kerzen muss ich noch suchen. Die rosanen Kerzen. Lass das. Nein, muss drauf drücken. Anderes. Nein, andere Farbe. Da, genau. Du musst das umdrehen. So, jetzt habe ich die Emilia ins Bett gelegt. Mal schauen, ob sie einschläft, aber ich glaube schon. Und währenddessen sie schläft oder versucht zu schlafen, werde ich mein Video schneiden, was ihr schon gesehen habt. Genau.
Ich versuche jetzt wieder öfters eben zu vloggen, euch mitzunehmen und wieder aktiver zu sein. Und ja, genau, ich schneide jetzt das Video und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, die Emilia ist auch schon wach. Da ist die kleine Matja. Und wir holen jetzt die Jungs ab. Mama. Ja. Was willst du haben? Den Fabi. Den Fabi holen wir jetzt ab, ja? Okay. Und den Luki. Papa? Nein. Der Zug gefunden. Au! Pass auf deinen Schuh auf. Hatu! 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 Samarini! Davidu! Zwei und hab Haare mehr als eins. Ich hab einen runden Bauch und eine Nase hab ich auch. Ich hab links und rechts ein Bein. Und mein Herz ist nicht aus Stein. Und jetzt singen wir dir zu. Hallo, du, du, du. Du, du, du. La, 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 la. Jetzt gehen wir. Papa? Mama? Ja? Mama, du bist die Haare. Jetzt holen wir den Luca und dann den Fabi. Oh, Hagika. Aber vorher schauen wir Post. So, meine Lieben, wir stehen jetzt schon vor der Schule. Der Luca ist schon abgeholt, die Emilie ist da. Und jetzt warten wir nur mal auf den Dritten oder auf den Ältesten. Und das sollte eh gleich kommen, also von dem her, also in 10 Minuten circa. Und dann, ja, wir müssen auf den Fabi warten. Ja, wir können noch nicht fahren. Auf jeden Fall fahren wir danach nach Hause und mal schauen, was wir heute noch machen. Ich hab Bock, irgendwas zu machen. Echt Bock. Aber das sehen wir dann und ja. Jetzt warten wir noch hier vor der Schule und genau, es ist draußen ziemlich windig und kalt. Wir gehen nicht hinaus. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen und der Luca möchte was essen. Natürlich wollen wir alle etwas essen, aber der Luca ist der Einzige, der das Essen von gestern haben möchte. Und ich werde der Emilia auch etwas davon abgeben. Jetzt habe ich auf Stopp gedrückt. Ich bin eine Gurke. So. Denn der Tag heute ist wieder ein bisschen so anders wie die anderen Tage. Auf jeden Fall dachte ich mir, weil der Fabian hat mich gefragt, ob wir etwas bestellen können und ich habe gesagt, naja, eigentlich nicht, weil ich ja ein Essen zu Hause habe. Das ist komplett voll. Der Luca möchte etwas, Gott sei Dank. Und der Fabi möchte das aber nicht. Es dürfte nicht geschmeckt haben. Auf jeden Fall mache ich jetzt für die Kleinen etwas und dann... Ich mache hier schon was. Soll es dir schneiden oder tust du wieder so abbeißen? Schneiden. Schneiden. Der Mili mache ich auch sowas. So lila ne Kornel. So. Also, ich kann das Essen von gestern, also im letzten Vlog,
so empfehlen, diese Tortellinis überbacken mit dieser Soße. Das ist so lecker. Überhaupt jetzt, also aufgewärmt, schmeckt es viel besser. Finde ich jetzt. Weil die Tortellinis, die waren jetzt über Nacht auch im Kühlschrank in dieser Soße und sind dadurch noch weicher geworden, als was sie waren. Auf jeden Fall, die sind so lecker. Ich habe mir jetzt auch eine Portion gemacht. Und, nein, ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe diese Verpackung leider nicht mehr. Ich möchte auch jetzt nicht, ehrlich gesagt, den Müll stirren. Aber es schmeckt echt lecker. Ich glaube, ich mache mir noch eine Portion. Genau. Auf jeden Fall haben wir es jetzt in 5 Minuten 2 Uhr. Der Fabi muss dann Hausübung noch machen. Und vielleicht gehen wir heute noch hinaus. Mal schauen. Also das Wetter ist gerade nicht so atemberaubend. Es ist so wie gestern einfach kalt und schier und windig und kalt und ja. Auf jeden Fall möchte ich halt nicht nur dauernd zu Hause sitzen. Theoretisch könnte ich auch in die alte Wohnung fahren, aber mit die drei Kinder ist das ein bisschen anstrengend, alleine zu fahren in die alte Wohnung. Deswegen mal schauen. Vielleicht hat ja noch irgendwer Zeit für mich, damit ich nicht ganz alleine bin. Und ja, wir warten jetzt auf das Essen von Fabi und genau. Willkommen in Amerika. Nein, Spaß, ich bin noch immer in Österreich. Wir haben jetzt schon gegessen. Der Lukas sogar doppelt, denn er wollte dann noch was von dem Bestellten haben. Aber gut, dem fehlt eh nichts. Also der ist sowieso ein Soletti, der kann eh essen, was er will. Jetzt habe ich schnell das eben weggeräumt und jetzt ist der Luca halt hergelaufen. Mama, die Emilia hat beim Fabi seine Hausübung gemalt. Ja, sie hat gemalt. Und zwar hier und hier und hier. Also wirklich, da lasst man die Kleine wirklich nur eine halbe Minute außer Augen und schon passiert sowas. Also die ist so schnell. Auf jeden Fall muss der Fabian noch Hausübungen machen. Der Luca muss dann Hallo. Auch noch Hausübungen machen mit mir. Ja, wenn ich Schule habe. Und, was wollen wir noch? Hast du das nicht? Den Zettel für den Kindergarten. Für den Bär. Ja, den Bärenzettel müssen wir noch machen. Und warum ist ein Löwe stark? Weil er greift. Du musst zu deinem. Nein, wir müssen über den Bären schreiben. Und da Fabian muss, sagst du einfach der Lehrerin, deine Schwester hat gemalt. Boah! Ja, das rechne ich nicht fertig. Oh ja, du rechnest das fertig. Nur ich kann es nicht ausgradieren, weil das, weiß ich nicht, das ist Zauberstift oder so. Du machst das auf jeden Fall fertig. Es geht nicht, wenn das damit. Na sicher geht das. Ja, deine Schwester. Was soll ich machen? Kannst du mir da helfen? Nein, ich helfe dir nicht. Geh raus! Hallo! Mama, ich traue mich schon ein paar Wörter zu sagen. Wir kommen zu einem Vlog. Sag einfach nur Vlog. Schaut mal, was ich hab. Das gehört mir. Und. Ich glaube, welches Level ich dann hab. Spider-Man!
Ja, und sollte ich noch mal mit Deutsch machen, Freunde? Ja, ganz genau, Freunde. Schön, dass wir eingeschaltet sind. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und wir spielen Minecraft, aber wir sind in Minecraft zu echten Menschen verwandelt. Aber ich wollte noch Minecraft-Menschen sein. Aber wir waren tot und dann waren wir normale Menschen. Ja, und lasst bitte ein Like da und ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Jetzt die Milli. Sag mal Hallo. Hallo. Ja, das ist die süße kleine Mie. Wow. Ja. Ja. Und bis nächstes Mal. Tschüss. So, ich hab's geschafft. Mein Vlog ist hochgeladen und kommt dann online. Ihr habt es eh schon gesehen, auf jeden Fall haben wir heute die extremen. Wow, schön. Na, da fehlen noch die Ohren. Auf jeden Fall haben wir die totalen Probleme mit dem Internet. Mein Internet funktioniert nicht, da steht dauernd Datenvolumen aufgebraucht, dabei habe ich meines noch nicht aufgebraucht. Also kann irgendwas nicht stimmen. Und das WLAN funktioniert nicht, deshalb habe ich jetzt hier diesen Würfel stehen. Oh, ja, mach. Auf jeden Fall, der Fabi macht jetzt hier Hausübung. Der Luca, da. Ich mal ein Bär. Von seinem Kindergarten. Die Milli, die schaut Englisch. Nee. Irgendwas mit, auch mit einem Bär. Ja. Mit meiner Mama habe ich auch schon telefoniert, das heißt, ich fahre dann zu meiner Mama, also wir fahren dann zu meiner Mama rüber, für ein Stündchen. Weißt du einen Satz mit Dummheit? Dummheit? Die Dummheit der Menschen tut weh. Nein! Das kannst du nicht schreiben. Oh, wurscht. Ja. Auf jeden Fall muss ich drüben auch meinen Akku laden, denn ich habe kein Ladekabel. Was funktioniert? Also die Kids machen jetzt Hausübung und ich habe einen Durst. Ich bin am Verdursten. Auf jeden Fall, ich sage immer auf jeden Fall, und das ist mir beim letzten Vlog aufgefallen und es tut mir so wahnsinnig leid, ich mache das nicht mit Absicht. Das ist schon automatisch. Ja, wir fahren dann eben zu meiner Mama. Fertig? Hat der Bär eine Nase? Ja, so eine... Runde? Nein, so eine eckige. Eckige? Mhm. Dann mache ich ein Dreieck. Genau. Schön. Schaut mal, was ich gemacht habe. Nur ich, aber ich kann nicht so gut den Bär malen. Ja. Meine Pappe. Der schaut da drinnen, wenn ich so aus, dann schaut das wie pink aus. Oder? Aber bist du fertig? Oder kommt da noch was? Mein Name oben? Kannst du da hinschreiben. Okay. Sehr schön. Ja, ich habe es in den letzten Vlog schon erwähnt, ich habe bald ein Schulkind. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, auf jeden Fall. ich werde jetzt ein bisschen noch Sachen zusammenpacken und dann fahren wir zu meiner Mama. Ich werde heute wahrscheinlich nichts mehr vloggen. Ich werde auf jeden Fall heute nichts mehr vloggen und beende hier meinen Vlog. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und wir sehen uns.